Wir sind schon mehr als 13. Ja. Ja, heute relativ wenig gekommen, aber wir machen es trotzdem. Artikel 13 Demo in Magdeburg am, welcher ist heute? 6.3. Ja. Wir sind viele, wir sind laut. Ja. Auf dem Domplatz oder vor dem Domplatz. Na, mal schauen. Da vorne ist der Philipp Janowitz. Vom Auto aus ein Selfie machen. Im Auto. Ja, geht's vielleicht gleich mal los. Ich komme auch noch ein, zwei Leute. Ja, herrlich. Ich habe leider meinen Kaffeepott jetzt nicht mit. Da sind so wunderbare Zettelchen drin, wo man mit so ein Spielchen machen könnte. So Videobotschaft an die Person, die du ziehst. Hatte ich in Berlin und in Magdeburg am 9.3. schon mit dabei. Und? Das können wir jetzt machen. Hat Axel Voss gezogen? Noch keiner, erstaunlicherweise. Aber Julia Reha wurde schon zweimal gezogen. Oh. Ich dachte, du hast da mindestens 9 von 10 Zetteln Axel Voss drin. Nee, jedes Mal nur eins. Aber es sind auch Leute drin wie Charles Xavier und SpongeBob Schaumkopf und so weiter. Irgendwie raus, schreib Axel Voss drauf, fertig. Ja. Über SpongeBob Schwammkopf. Ich hoffe, du gehst mal mit Axel Voss unter Wasser grillen. So. Wir sind heute hier, um hier ein wenig zu erreichen, um ein bisschen Medienaufmerksamkeit auf uns zu ziehen, damit die Leute merken, das stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendwie ein bisschen Quatsch, was die EU da gerade abzieht. Und ja, wir sind heute hier, um für ein freies Internet, um für Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet zu demonstrieren. Und ich hoffe, dass wir ordentlich laut sind. Ich hoffe, dass wir dabei Spaß haben, gutes Wetter und gute Laune haben. Da kommt noch einer. Ansonsten wünsche ich uns allen ganz viel Spaß. Und ja, lasst uns laut werden. Lasst uns laut gegen Artikel 13 und für ein freies Internet sein. Schau einmal, wir werden noch mehr. Das finde ich wunderbar. Geht wählen, auf jeden Fall. Und nie mehr CDU, würde ich sagen. Jo. Nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU. Okay, ich werde jetzt langsam im Schritttempo losfahren und wir gehen links rum. Ja, so erstmal wieder in Richtung Staatskanzlei. Also, es wurden auch diffamierende Sachen gegenüber Politikern gerufen. Wir müssen Axel Voss nicht beleidigen, das macht er mit uns und wir wollen uns nicht auf dieses Niveau runtergeben. Ja, das ist alles nur geklaut. Ja, ein paar Leute, das sind noch nicht viele, aber es, ja. Ich renn mal schnell nach vorne und filme die ganzen Demos. So, von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen. Wir organisieren jetzt schon die dritte Demo. Ich finde es klasse, dass wir diesmal viel, viel mehr Leute sind als letztes Mal. Und ich glaube, das Mikro ist ein bisschen laut eingestellt. Au! Müssen wir ein bisschen anders anstellen. Demo gegen Artikel 13 Magdeburg. In Berlin sind es glaube ich schon über 1000. Aber ja gut. Ich werde auch wie beim letzten Mal ein paar Fakten über die neue Urheberrechtsreform erzählen, damit die Leute auch wissen, warum wir hier heute auf die Straße gehen. Jo. Und damit wir aufklären können, vielleicht bewegen wir ja noch den einen oder anderen, dass er sich uns anschließt. Das wäre natürlich super und würde uns natürlich sehr freuen. Wir waren mal mehr. Das sieht zwar jetzt nicht so danach aus, aber... Guck das erste Video. Das wäre dann mein 9. Video gegen Artikel 13. Wir sind trotzdem auf der Straße, auch wenn wir nur wenige sind. Möchte ich mir jetzt einmal die Aussage leisten und meinen, dass wir wenige die sind, die tatsächlich gerade wissen, was politisch in Deutschland und in der EU abgeht.
Jupp. Denn das, was momentan passiert, ist undemokratisch, hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Es ist es hat autoritärische, diktatorische Züge. Unsere Informations- und Meinungsfreiheit wird massiv beschnitten werden. Und es passiert bereits. Tatsächlich wurde Macrons Twitter von den Upload-Filtern von Frankreich selber geblockt. Mit anderen Worten, der Präsident von Frankreich kann seine eigenen Sachen auf Twitter nicht mehr teilen, wegen den Gesetzen, die er selber rausgebracht hat. Daran merken wir ja anscheinend, dass das ziemlich gut funktioniert mit den Upload-Filtern. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Wir sind hier. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Auch zu 20 kann man laut sein. Ja. Ich laufe hier relativ weit hinten, also ich laufe hier wirklich am Ende der Demo. Ja, das hinter mir. Ja. Ich glaube, heute kann ich es mir mal erlauben, bis zum Anfang der Demo vorzurennen. Das habe ich mir in Berlin nicht getraut. Das habe ich nicht gemacht bei 30.000 Leuten. Das ist nicht so wirklich das. Ich melde das Ding. Und das Lied ist cool. Das passt. Ja, schön, dass Sie uns melden. Ich hoffe, das wird mir auf YouTube nicht weggestrikt, aber egal. Das war doch mal in irgendeinem Werbespot mit drin. Und diese Telefonwerbung. Ich möchte mich übrigens erstmal bei euch bedanken, dass ihr trotz des guten Wetters und trotz dass es Samstag ist und etwas im Anführungsstrichen Besseres tun könntet, dass ihr hier seid. Ja. Nie mehr CDU! Nie mehr CDU! Nie mehr CDU! Nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU. Wir werden jetzt hier links auf den Platz der Staatskanzlei fahren und wir werden ein bisschen über Artikel 13 und die Urheberrechtsreform reden und über ihre Folgen, warum sie entstanden ist, wie das alles zusammengekommen ist und ja, ich weiß nicht, ob die Polizei weiß, dass wir hier jetzt drauffahren möchten. Ja, weiß. Anscheinend nicht. Doch, weiß. Ja, wir sind leider mehr oder weniger verpflichtet, ihnen zu folgen. Bin ich ein bisschen frech? Wir sind keine Bots! Ja, ich würde sagen, dann machen wir die Kundgebung einfach so, oder? Die ganze Zeit. Ja. Wir sind einfach laut dagegen und sagen, was mit Artikel 13 der neuen Urheberrechtsreform los ist. Nie wieder CDU! Wir werden jetzt uns Richtung Hasselbachplatz begeben. Werden da einmal, wenn es geht, im Kreis laufen. Und werden richtig schön laut alle Anwesenden und alle Anwohner darauf hinweisen, dass wir hier sind und dass sie sich bitte der Demo anschließen sollen. Am besten schreiben wir ab jetzt die ganze Zeit einfach nur ins Mikrofon, damit die Leute merken, dass hier was falsch ist. Leute, lasst das Glotzen sein! Das funktioniert richtig gut, weiter so!
Leute, lasst das Glotzen sein! Teilt euch in die Demo ein! Leute, lasst das Glotzen sein! Teilt euch in die Demo ein! Leute, lasst das Glotzen sein! Teilt euch in die Demo ein! Hauptsächlich gegen Artikel 11, 12, 13 und Artikel 16, welche in letzter Zeit alle umbenannt wurden, mitunter um auch für Verwirrung zu sorgen. Es wurde ein sehr unfertiger, nicht übersetzter Gesetzestext rausgebracht, der massive Auswirkungen auf unser sämtliches Leben haben wird. Das ist immer wieder das Schlimmste an der ganzen Sache. Wir haben im letzten Jahr Sommer debattiert. Ja. Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Was am Ende nur bedeutet, dass Filter eingerichtet werden, dass wir zu 20 oder zu weniger sogar. Das ist ein bisschen traurig, dass wir nur so wenige sind, aber ja, das machst du trotzdem. Wir laufen hier über den Hasselbachplatz und zeigen, dass wir hier sind gegen Artikel 13. Beispielsweise die Vodafone-Website wird geblockt von dem französischen Upload-Filter. Warum, weiß ich nicht, aber es ist absurd. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Das Internet ist noch nicht gestorben. Was soll das jetzt? Werbung ist super, ne? Ich bin das. Nie mehr CDU! 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 Nie mehr SPD. Ich bin stolz auf euch, dass bis jetzt alle Aufmerksamkeit fahren konnten, wie mehr oder weniger geplant. Danke dafür. Nie mehr Altparteien. Wir sind heute hier und sind laut für ein freies Internet. Wir veranstalten diese Demonstration heute, um für Information zur Meinungsfreiheit im Internet zu kämpfen. Wenn Artikel 13 beschlossene Sache ist, dann kann ich und dann können wir wenigstens behaupten, dass wir bis zum Ende gekämpft haben. Wir waren laut bis zum Schluss, bis zum Ende. War ich auf der Straße, das ist hier mein Beweis. Ich war auf der Straße gegen Artikel 13 bis zum bitteren Ende. Ich habe auch noch mit 20 Leuten demonstriert. Und die geplante Urheberrechtsreform. So sieht's aus. Ich musste mich gerade mal hinsetzen. Fettsack. Ich konnte nicht weiter. Ich versuchte jetzt hinten ranzukommen. Nie mehr CDU! Nie mehr CDU! Noch weitere Demos in der EU angemeldet heute. Wir sind ein Teil der großen Masse, die dagegen steht, und darauf bin ich stolz. Versuche jetzt mal Schritte zu halten. Auf der Demo am 23.03., die europaweit war, zur Urheberrechtsreform, waren in Berlin auch Investigativjournalisten und Urheber. Diese haben ganz klar dementiert, dass das Gesetz in ihrem Interesse ist. Investigativjournalisten beziehen viele ihrer Quellen aus dem Internet. Diesen wird durch die Urheberrechtsreform ihre Arbeit schwerer bzw. auch unmöglich gemacht. Wir bewegen uns langsam, aber sicher wieder in einen Staat zurück, der dem der DDR gleicht. Wollt ihr das wirklich? Nein! Wollt ihr das wirklich? Nein! Jeder einzelne von uns wird erleben, dass Fotos, Videos, ganz gewöhnliche Sachen, die wir davor geteilt haben, Textausschnitte, Tonausschnitte, diese nicht mehr im Internet landen dürfen. Ich finde es auch klasse, dass inzwischen mehr oder minder jeden Freitag Demonstrationen für ein ordentliches Klima, für eine ordentliche Klimapolitik passieren. Nie mehr CDU! Ich
Ich sitze gerade auf dem Boden. Ist ja mehr oder minder dafür verantwortlich, dass diese neue Urheberrechtsreform momentan geschieden steht. Aber er selber weiß nicht. Genauso ist das hier und wir werden einfach übergangen. Wir haben demonstriert, 200.000 Leute, 5 Millionen Unterschriften. Und ich finde es schade, dass trotzdem für Artikel 13 gestimmt wurde. Das war die größte Demonstration in dieser Legislaturperiode. Wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt. Der Birken. Ich bin ja auf dieser Demo, habe mitdemonstriert, meine Stimme ist schon leicht angeschlagen, weil ich einfach mich für meine Meinungsfreiheit einsetzen möchte, die durch Artikel 13 für meine Meinung nach, beziehungsweise jetzt natürlich Artikel 17 eingeschränkt ist. Ich bin stolz auf euch, dass ihr hier seid. Danke. Gern geschehen. Wir haben jetzt noch eine Instanz, die der Ministerin, der Agrarministerin, wenn die jetzt ja sagt, dann ist es durch, aber selbst dann würde ich immer noch weitermachen. Der wenn aufkommt. Auch mit 20, 30 Leuten auch demonstrieren. Ja, auch mit 20, 30 Leuten. Bis zum Schluss kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Das ist das Motto. Ja. Sehr gut. Am 23.03. 1000 Menschen hier in Magdeburg, die für ein freies Internet auf die Straße gegangen sind und laut geworden sind für Informationen zur Meinungsfreiheit. Wir waren letzte Woche, ich glaube 23, heute sind wir ungefähr genauso viele. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich nicht so viele Menschen uns anschließen, denn das Wetter ist gut. Und ich meine, uns macht es Spaß, warum sollte es anderen nicht auch Spaß machen, ne? Es ist schwierig, die ganze Zeit zu reden, wenn man so viele saure Gedanken im Kopf hat und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und am liebsten würde ich die ganze Demokratie einmal neu starten. Aber direkte Demokratie. In der Schweiz ist es ja auch schon so, dass Volksabstimmungen stattfinden, wo Entscheidungen, die alle beeinflussen, eben auch von allen gemeinsam getroffen werden. Und ich würde das als gerecht empfinden, wenn wir etwas Ähnliches hier in Deutschland oder in der gesamten EU auch durchsetzen könnten. Stellt euch einfach mal vor, folgendes Szenario. Die Politik, die Legislative, also die Politiker, geben einen Gesetzesentwurf vor und wir als Volk dürfen darüber abstimmen, ob wir das wollen oder nicht. Das ist direkte Demokratie und das haben wir in Deutschland leider nicht. Und demokratisch wirkt das Ganze auf mich auch nicht. Es ist ein Unding, dass so etwas in der Politik weiter so fortgeführt werden kann. Die CDU belügt uns, die CDU belügt andere über uns, die CDU beleidigt uns, sie diffamiert uns, sie entscheidet über unsere Köpfe hinweg und ich denke, das macht sie wie auch einige andere Altparteien, die das genauso machen, unwählbar. Es tut mir leid, dass ich das Wort Altparteien benutze. Wir sind heute zwar nicht so viele, aber wir sind die Sieger der Herzen und es gibt so viele, die noch in den Häusern sitzen, die auch dafür oder eben dagegen demonstrieren würden, die allerdings gerade zu faul sind oder zu bequem, um sich an solch schönen Samstag nach draußen zu begeben. Naja. Möchtest du? Ich habe hier einen Bekannten, einen guten Freund von mir, er hat eine Rede vorbereitet und ich würde einfach mal das Mikrofon übergeben. Wollen wir einmal klatschen? Ja. Hallo. Ich versuch's mal, ich habe hier mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja. Dann sag ich mal, damit seid gegrüßt, meine lieben Demonstranten, Artikel 13 Aktivisten, Nerds und Gmail-Bots. Zu einer kleinen Rede zu Artikel 13. Ich bin bei diesem Thema so leicht in Rage zu bringen und wäre, wenn ich frei sprechen würde, gleich am Fluchen und Beleidigen. Deshalb habe ich mir hier etwas im Voraus aufgeschrieben. Heute mal ganz sachlich und faktisch, damit keiner im Nachhinein behaupten kann, ich hätte zu populistischen Mitteln gegriffen. 13 Fakten zu Artikel 13 und der wunderschönen EU-Urheberrechtsreform. Ja. Fakt Nummer 1. Seit mehr als 3 Jahren produziere ich nun schon täglich neue Videos für meinen fast 200 Abonnenten starken Let's Play-Kanal. Fakt Nummer 2. Ich habe nicht mit YouTube angefangen, weil ich eine beschissene Kindheit hatte. Und ich habe auch ein Leben außerhalb von YouTube und Social Media. Trotzdem hat YouTube mittlerweile einen großen Teil meines Lebens eingenommen. Fakt Nummer 3. Ich habe verdammt viel Spaß dabei, fast täglich,
neue Videos für meinen leider sehr, sehr kleinen YouTube-Kanal zu produzieren und mache das, obwohl ich kein Geld dafür bekomme. Fakt Nummer 4. Ich kann mir eine Zukunft ohne YouTube und ohne Social Media und das Internet nicht mehr vorstellen. Nummer 5. Seit ich das erste Mal von dieser Urheberrechtsreform und Artikel 13 gehört habe, bin ich gegen diese. Ich war inklusive dieser hier bei 3 Artikel 13 Demos gegen Artikel 13 auf der Straße, habe insgesamt 9 Videos mit diesem hier produziert, habe ich diese Videos mit Philipp Janowitz, habe ich ein Interview zum Thema geführt und die Reise nach Berlin zur Demo am 23.03. habe ich aus eigener Tasche bezahlt. Ich wurde von niemandem gekauft, wie es einige Politiker behaupten. Fakt Nummer 6. Artikel 13 würde für mich bedeuten, dass ich mir auf Dauer ein neues Hobby suchen würde. Weil es keinen Spaß mehr machen würde, Videos zu produzieren, wenn man sich mit den ganzen Folgen von Upload-Filtern beschäftigen müsste. So würde es auch manchen anderen Menschen gehen. Fakt Nummer 7. In Artikel 5 des Grundgesetzes steht, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Und das ist halt genau das Problem. Das ist das Problem. Fakt Nummer 8. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie Artikel 5 des Grundgesetzes umgesetzt werden kann. Ich habe aber keine Idee, wie Artikel 13 in der Realität umgesetzt werden soll. Fakt Nummer 9. Viele Artikel 13 Befürworter wissen nicht, was in Artikel 13 steht. Fakt Nummer 10. Artikel 13 und 11 und die anderen Artikel, die ich hier jetzt nicht aufzählen werde, die Umsetzung dieser beschränkt die in Artikel 5 festgeschriebene Freiheit und bricht mit der Vereinbarung, es würde nicht zensiert. Fakt Nummer 11. Die CDU hat mit ihren Äußerungen gegenüber Jugendlichen und nicht-jugendlichen Demonstranten nicht nur die Menschenwürde derer mit Füßen getreten, die sich dort engagiert haben, sondern auch mit zutiefst undemokratischen Mitteln Kampagne betrieben. Mit dem, was die CDU momentan macht, verliert sie die Stimmen einer ganzen Generation. Fakt Nummer 12. Die AfD setzt sich stark gegen Artikel 13 ein. Die AfD ist trotzdem genauso unwählbar für jeden, der die Demokratie liebt, wie die CDU. Ihr dürft sie trotzdem wählen. Das ist nämlich Demokratie. Ich rate euch trotzdem davon ab, es zu tun. Fakt Nummer 13. Ich bin verdammt wütend und mir geht das, was momentan in der Politik passiert, tierisch gegen den Strich. Und deshalb bin ich hier auf dieser Demo und gehe gegen Artikel 13 auf die Straße. Deshalb kämpfe ich bis zum Schluss gegen diese Urheberrechtsreform. Ich bin da und ich bin laut, weil ich mir von der Politik nicht alles gefallen lasse. Ich lasse mir meine Freiheit im Internet von niemandem nehmen. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es gut, dass er den Mut hatte, darüber zu sprechen und das alles so darzustellen. Bis zu 450 Euro Demogeld bezahlt haben, das ist totaler Quatsch. Ich bin jetzt insgesamt schon über 1.500 Euro minus für diese ganzen Aktionen und ich werde damit weitermachen. Das ist mir total egal. Es muss weitergehen. Ich muss weiter laut sein für ein freies Internet, gegen Artikel 13, gegen die momentane Urheberrechtsreform, wie sie geschrieben steht. Ich bin grundsätzlich für eine Urheberrechtsreform, da ganz viele Schaffende und ganz viele kreative Menschen im Internet nicht ordentlich bezahlt werden, keine Möglichkeit haben, ihre Existenz so durchzuführen. Und das empfinde ich eigentlich als ungerecht. Damals war das noch wunderbar möglich, in der Zeit der Printmedien, wo Menschen Bilder gemalt haben. Aber heute ist es sehr schwierig, mit kreativem Content Geld zu verdienen und sich ein Leben zu ermöglichen und diesen Menschen es noch schwieriger zu machen. Das empfinde ich als wahnsinnig ungerecht. Den Menschen ihr Sprachrohr zu nehmen, das empfinde ich als wahnsinnig ungerecht. Wir haben hier in Europa und in Deutschland Informations- und Meinungsfreiheit, zumindest im Gesetz. Allerdings merke ich davon nicht viel. Unsere Meinung wird beschnitten. Wir würden jetzt noch eine Weile Musik machen und ich würde einfach nochmal mit allen Anwesenden ein bisschen schnacken und ihre Meinung einholen, denn man muss ja mit jeder Person reden. Man kann
nicht einzelne Menschen ausschließen. Ich finde jeden wichtig, unabhängig davon, wie er aussieht, was er denkt oder was für eine Mütze er trägt oder eben nicht, was für Haare er hat oder sonst was. Jeder Mensch ist wichtig und man hat jeden Menschen zu berücksichtigen in jeglicher Hinsicht. Und das passiert momentan in der Politik nicht, das merken wir immer wieder. Ja, wir werden jetzt ein wenig Musik anmachen. Natürlich werden wir das im Rahmen halten, sodass sich niemand der Anwesenden, die ihren Samstag hier genießen möchten, massiv gestört fühlt. Wir werden auch Musik wählen, die von den Menschen dann gewünscht ist. Wir nehmen Musikwünsche entgegen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt. Dankeschön, wir sind die Cantina-Band. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los! Ich wünsche euch ganz viel Spaß und einen wunderschönen Samstag. Und jeder, der natürlich etwas sagen möchte, der kann sich das Mikro nehmen und kann dann einmal laut werden. Wir sind ja hier. Stimme des Volkes, sie ist nun hier, denn nicht Ralf zerstört das freie Internet, nee, das seid ihr. Guten Tag, wir sind das Internet, ihr werdet sehen, wer dahinter steckt, so sehr ihr es auch hofft. Wir sind keine Bots, wir sind keine